Ja, ich meine, wir haben zum einen wirklich defensiv einfach gut zusammengearbeitet. Wir haben sehr kompakt agiert, über 90 Minuten. Das haben wir vernünftig hingekriegt und gut hingekriegt. Und das ist letztlich auch die Basis gewesen. Wir haben in der ersten Halbzeit neben der Situation, die zum Tor geführt hat, nochmal zwei, drei andere, die wir besser nutzen müssen, um dann vielleicht auch mit 2-0 in die Führung in die Halbzeit zu gehen. Wir haben dann in der letzten halben Stunde es nicht mehr geschafft, in Entlastung zu bringen und gute Angriffe selbst zu fahren. Aber wir sind auch, wie gesagt, nach wie vor mit unserem Defensivverhalten im Mittelfeldbereich gut zurechtgekommen und haben auch nicht so viel zugelassen. Jetzt haben Sie sechsmal gewechselt zum Meisterschaftsspiel gegen Osnabrück. Ist das eigentlich, wie haben Ihnen dann die Spieler gefallen, die jetzt neu reinkamen? Ja, es bestätigt einfach meinen Eindruck, dass der Unterschied zwischen den einzelnen Spielern nicht so groß ist, dass man nun einfach eine ganz klare Stammmannschaft hat und der Rest einfach hinten dran ist und auf seine Chance lauern muss, sondern es ist sehr eng alles. Heute hat zum Beispiel auch Danilo Wiebe wieder sehr gut gespielt, finde ich, im zentralen Mittelfeldbereich. Na, wir haben einen kleinen Kader, aber der von der Qualität sehr eng zusammenhängt. Leonel Bordersen aus der U23 hat heute eine Halbzeit gespielt. Wie hat der Ihnen gefallen? Ja, er war noch etwas zurückhaltend, noch nicht ganz so mutig und selbstbewusst, aber er hat eine gute Schnelligkeit und er hat jetzt auch sich ganz vernünftig eingepasst in unsere Ordnung. Ist er ein Mann für die Zukunft oder dauert es einfach noch? Das weiß ich jetzt noch nicht endgültig. Das müssen wir einfach in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht sogar sehen. Wir haben es vor, weil unser Kader eben so klein ist, doch in den einzelnen Wochen dann jeweils Spieler aus der U19 oder der U23 dazuzunehmen, damit unser Trainingskader ein bisschen größer wird. Und das werden dann die Spieler sein, die, ja, die uns sind auch interessieren, die in der Liga gut spielen und die letztlich auch von ihren jeweiligen Trainern empfohlen werden. Jetzt haben wir heute hier im großen Stadion von Twente Enschede gespielt, ohne Zuschauer. Wie finden Sie denn so eine Atmosphäre? Ja, dieses Stadion, selbst ohne Zuschauer ist es noch schön oder schöner, in so einem Stadion zu spielen, als irgendwo auf dem Trainingsplatz oder im Trainingsgelände, ne? Also ich finde, das ist absolut, ja, ist natürlich schöner, wenn es gefüllt ist. Mit 33.000 passen ja auch, glaube ich, eine ganz große Anzahl hier rein. Aber die Atmosphäre war heute trotzdem okay für ein Trainingsspiel. Wir haben ja auch nicht, wir haben ja bewusst auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit gespielt. Aber auf dem Stadion braucht man es ja auch. Wäre optimal, wenn man das auch in der Größe und von der Qualität hinkriegen könnte. Das wäre schon sehr gut, ja. Okay, danke schön.